Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute zeige ich dir, wie man Kakteen selber häkelt. Das ist jetzt eine Kaktee, ganz einfach gehäkelt, auch für Anfänger. Ich zeige es wirklich Schritt für Schritt mit Blüten, mit einem Tontopf, der gern Upcycling ist, ein alter, wo wir die Erde selber machen, ein bisschen Deko und auch ziemlich standfest gestellt. Das ist nicht so ein leichtes Wackelding. Kann man zur Deko benutzen. Ein tolles Geschenk. Als Nadelkissen und, und. Man kann auch ganz toll seinen Schmuck da dran hängen mit kleinen Nadeln, Sicherheitsnadeln oder so für Ohrringe und Ketten. Also kann man ganz viel dazu machen und mitmachen. Und das Handarbeitsglas, wo ich jetzt da meine Häkelnadeln, Stricknadeln so drin habe, das habe ich dir auch schon gezeigt. Das wäre nur so eine Ergänzung dazu. Und da ist es in künstlich den Kaktus. Und die Sukkulentenschalen aus Beton, die kennst du vielleicht auch schon. Aber heute geht es um diesen tollen Kaktus mit Stacheln. Lass dich mal überraschen, wie einfach das geht. Und so sieht das aus, wenn ich jetzt zu Hause häkel oder stricke oder egal was ich mache. Eine unserer Katzen, und das ist die Simba, der ist immer dabei. Und das Klingeln im Hintergrund, das ist unsere Nala, der Hund. Also bin ich nie alleine und ich finde das immer so drollig, wenn die da so entspannt dabei sind. So, nochmal, was wir dazu brauchen. Baumwolle, 100% Baumwolle, 50 Gramm, 115 Meter, wenn es geht. Eine passende Nadel in 3,5 bis 4. Restwolle in irgendeiner Qualität in Braun. Baumwolle in Rosa oder einer anderen Farbe für die Blüten. Wenn du möchtest, Franselwolle, ein Knäuel in alten Tontopf. Ein Juteband, wenn du möchtest, Kleber, eine Nähnadel. Fürs Innenleben dann Füllwatte, da gebe ich aber noch einen Tipp. Bloß keine Bastelwatte gekauft, die ist viel zu teuer. Und dann noch fürs Befestigen Gefriertüten, zwei Stück, Sand, Reis, Kies. Aber das wird noch genau gezeigt. Aber mit der Wolle ist es das jetzt das Allerwichtigste und dann legen wir mal los. So, nochmal ein Tipp. Das ist mein Handarbeitsglas jetzt für die Häkelnadeln und Rundstricknadeln. Habe ich auch schon mal gezeigt gehabt als Dekoglas. Ist einfach ein Rotkrautglas und drunter Apfelbrei-Glas und hohes und dann ist das umhäkelt. So, was brauchen wir? Eine Häkelnadel. Ich habe hier eine 4. Guckt mal bitte auf die Banderole von eurer Baumwolle dann. Ich nehme jetzt extra eine helle Baumwolle. Ansonsten würde ich eher ein dunkleres Grün nehmen für die Kaktee. Aber dann sieht man es besser. Dazu nehme ich ein Franselgarn, weil das soll die Stacheln von der Kaktee symbolisieren. Ich finde das ganz gut, aber dann sieht man wieder das Häkeln nicht so gut. Deswegen nehme ich hier zu braun. Gibt es in allen möglichen Farben, allen Schattierungen. Ist gar kein Problem. So. Dann brauchen wir noch eine Sicherheitsnadel, um die Reihen zu kennzeichnen, wenn wir soweit sind, weil wir häkeln diesmal endlos. So, wir nehmen beide Fäden zusammen. Ich mache jetzt keinen Magic Anfang, Magic Kreis, Magic Anschlag, sondern ganz normalen. Ich mache vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier. Schließt das zum Ring mit einer Öse. Zieh's fest. So, in diesen Ring kommen jetzt vier feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier und nochmal zwei dazu. Fünf, sechs. Das wäre jetzt der Anfang mit der braunen. Und jetzt zeige ich nochmal den Anfang mit der Multigrünen.
So, auch hier vier Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Mit einer Öse geschlossen. Und in diesen Ring 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und so sieht das dann aus mit der Franselwolle. Das ist ein Tipp von mir. Bloß man sieht, ist jetzt im Moment nicht so gut. Ich mache es eigentlich immer mit Kombi Baumwolle und Franselwolle. Damit man es aber jetzt da die Zugaben und so sieht, mache ich jetzt einmal eine Kaktee ohne Franselwolle, um es euch zu zeigen. Aber das ist so mein Tipp mit der Franselwolle. Also, jetzt zum Grundmuster. 4 Luftmaschen zum Ring und in diesen Ring 6 feste Maschen hinein. Um jetzt den Anfang von der Reihe immer zu kennzeichnen, die Sicherheitsnadel genommen und eingesteckt. Und dann kann man die immer weiter hoch machen. So, in jede Masche, die jetzt kommt, bis die Reihe zu Ende ist, 2 feste Maschen. Also wir verdoppeln jetzt da von 6 feste auf 12 feste. Also in jede feste Masche 2 feste Maschen. Darauf die Reihe geht so. 2 einzelne feste Maschen und in die dritte 2 feste Maschen. Dann wieder 2 einzelne feste Maschen und in die dritte wieder 2 feste Maschen. 1, 1, 2, 1, 1, 2. Es entsteht dann so ein spitzeres Häubchen. Und jetzt machen wir in die nächste Reihe. Eine einzelne, eine einzelne, eine einzelne, dann 2 in eine feste Masche. 1, 1, 1, 2, also 3 mal eine und dann 2, 3 mal eine und 2. In der nächsten Reihe machen wir 4 mal eine Masche und in die fünfte dann 2 und wiederholen das immer. Also immer schön gleichmäßig zunehmen und dann wächst unser Käppchen. So, das ist jetzt das Käppchen, was entstanden ist. Ich zeig dann, ich habe ja kurz nochmal in Schriftform das gezeigt. Ich hoffe, man kann es lesen. Das ist so, wie ich meine Häkelsachen alles entwickle, wird das Schritt für Schritt dann aufgeschrieben. Und ich habe gedacht, ich blende das mal ein, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Jetzt müssen wir auf jeden Fall 8 Reihen nochmal drüber hinhäkeln. 8 Reihen ohne Zunahme, dass wir auf Höhe kommen. Die 8 Reihen sind jetzt gehäkelt und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir noch nur die Hälfte der Reihe, der Maschen, nur die Hälfte, also einfach mal knicken und dann gucken, da jetzt eine halbe Reihe feste Maschen drauf machen. Nur eine halbe Reihe. 1, 2, 3. Weil wir müssen es ansetzen. Und das soll nicht gerade angesetzt werden, sondern ein bisschen schräg. Und dazu brauchen wir jetzt ein klein wenig mehr auf einer Seite an Länge. Da ist die Nadel, da ist die Hälfte. So, noch 1. Wir drehen es rum und häkeln jetzt auch nochmal ohne die Luftmasche am Anfang oder irgendwas nochmal bis zur Sicherheitsnadel. Dann schneiden wir den Faden ab, weil das der Ansatz ist, der Kaktee, und häkeln die zweite größere Haube. Erstmal der Anfang. Fangen wir von oben nach unten an. Und dann setzen wir zusammen. Dazu kommen wir jetzt aber noch. Jetzt haben wir wirklich die Hälfte. Nochmal 2 Reihen länger. Ich hoffe, man sieht es. Hier ist es länger, da ist es kürzer. Jetzt schneiden wir den Faden großzügig ab. Muss ich meine Kiste aufmachen. Und fangen gleich mit dem zweiten an. Den Faden dann immer schön durch die Öse ziehen.
müssen wir ja dann noch vernähen, wenn es fertig ist. Aber das ist jetzt unser Anfang. Das ist die eine Kappe. So. Das ist die erste Kappe. So, wir kommen jetzt zur zweiten Kappe. Die wird größer. Wir nehmen, wie vorhin auch, 4 Luftmaschen und schließen sie zum Ring. Dann kommen 8 Feste hinein. In jede dieser 8 festen Maschen kommen jeweils 2 feste Maschen. Denkt an die Sicherheitsnadel, dass ihr dann seht, wie weit ihr seid. Dann kommen 2-mal eine einzelne feste Masche und in die dritte 2 feste Maschen. Dann wieder 2-mal eine und in die dritte 2 feste Maschen. Dann kommt die Reihe 3-mal eine einzelne Masche und in die vierte 2. 3-mal 1 und die vierte 2, bis die Runde zu Ende ist. So, und dann kommen 4-mal eine Masche und dann müssen 2 Maschen zusammengehäkelt werden. Dann wieder 4-mal eine und 2 zusammen, bis die Reihe zu Ende ist. Beim fünften Zunehmen dann ist es 5-mal eine und 2 wieder in eine zusammen zum Zunehmen. 5-mal eine und 2 zusammen, 2 zunehmen. Und beim 6-mal eine, ihr seht 2, 3, 4, 5, 6, es steigert sich um 1 jeweils. Und dann 6-mal eine Masche und 2 zusammen häkeln. 6-mal eine Masche und 2 zusammen häkeln. Bei 4-mal eine Masche bin ich jetzt und das zeige ich. Also ich habe jetzt 4-mal eine Masche gehäkelt und jetzt stecke ich in die 5. hinein und die 6. komme ich raus und häkel sie so zusammen. So, dann gucke ich genau, wo ist meine Masche, dann wieder 4 einzelne, 1, 2, 3, 4. In die 5. hinein, in die 6. heraus und feste Masche. So, und jetzt wieder 4 einzelne. 1, 2, 3, 4. In die 5. hinein und 6. heraus. Dann wieder 4 einzelne. 1, 2, 3, 4, in die 5. Ich muss meine Hand anders dafür. In die 5. hinein und die 6. heraus. So, und dann entsteht schon mal so ein Käppchen. Ja, das ist jetzt wichtig. In der 5. Reihe nehmen wir wieder zu und in der 6. Reihe wieder ab. Und ich mache jetzt nochmal ein Foto davon, dass man es besser sieht. So, jetzt ist die Kappe so schön entstanden von dem zweiten Teil der Kakteen. So, jetzt müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr so einen kleinen dicken Kaktus haben, dann macht 10 rein und dann wird das zweite angesetzt. Das zeige ich auf jeden Fall. Und wenn man einen ganz hohen Kaktus haben möchte, so einen hohen, und setzt dann da an, dann muss man bis zu 25 Reihen das machen. Das muss man sich jetzt selber überlegen. Also einen kleinen, dicken Kaktus, 10 Reihen und dann die erste Kappe ansetzen. Und wenn man so einen hohen Kaktus haben will, dann bis zu 25 Reihen. Das spielt jetzt keine Rolle, weil wir jetzt einfach gerade runter häkeln, immer rundherum. Und dann macht mal eure Wunschreihen, eure Wunschgröße. So, ich habe jetzt meine Wunschhöhe erreicht, meine Reihen, und jetzt setzen wir an. Bitte ganz wichtig aufpassen. Es muss ganz ordentlich sein und wir nehmen das Stück, was weniger Reihen hat, von unserer ersten Kappe. Und das legen wir an. Hier sind die Mehrreihen, das Fädchen, da die wenigeren. So, und jetzt müssen wir zusammen häkeln. In die erste Kappe hinein,
In die zweite Kappe raus, feste Masche. In die erste Kappe hinein, zweite raus, feste Masche. Erste hinein, zweite raus. Und dann häkeln wir die zusammen, die Hälfte der Maschen, wo weniger rein sind. Das ist wichtig, sonst steht das nicht schön. So, gleich ist es zusammen. Und das ist, wird auf jeder Höhe so gemacht. So. Noch eine. Und noch eine. So. Jetzt haben wir schon zusammen. Und jetzt wird rundherum gehäkelt. Wieder in festen Maschen. Und dann auf die Gesamthöhe oder Länge, die du für deine Kakteen gern haben möchtest. Immer feste Maschen. Und ich möchte ganz gern zeigen, wenn wir jetzt ans Angehäkelte kommen, dass man außenrum einfach weiter häkelt und hat dann so die zwei Teile verbunden und bekommt dann so einen schönen, großen, runden Kaktus. Ich muss dann wirklich nochmal gucken, ob das auch jetzt alles ordentlich gefilmt war. Wenn nicht, zeige ich es nochmal. Weil ich muss mich dann auch mal aufs Häkeln konzentrieren und ab und zu rutscht dann die Hand immer mal so ein paar Millimeter raus. Und irgendwann ist es dann vielleicht doch mal aus dem Bild raus. So, jetzt habe ich die erste Reihe mit dem Anhäkeln gemacht. Wir kommen jetzt zum Angehäkelten und dann häkeln wir einfach außen weiter. Einfach außen weiter und haben so die Teile verbunden. Und wie gesagt, jetzt alles rundherum, braucht man eigentlich gar nicht mehr zählen. Jetzt kommt es nur noch auf die Wunschhöhe, Größe drauf an, die man gerne möchte. Jetzt macht es richtig Spaß, weil wir jetzt nicht mitdenken müssen, im Endeffekt abnehmen, zunehmen, irgendwas. Wenn wir dann auf der Höhe sind, die wir gerne haben wollen, wird natürlich dann erst gefüllt und dann häkeln wir zu. Das zeige ich aber. Jetzt brauchen wir erstmal die Größe von unserem Kaktus. So sieht er dann aus. So, bei mir habe ich jetzt die Wunschhöhe Größe erreicht und jetzt muss er mal gucken mit dem Angehäkelten. Soll das so weit nach außen stehen, das wird ja jetzt noch gefüllt, oder wollt ihr das ein bisschen annähen, dann muss was jetzt von innen nach außen so ein bisschen annähen, wie man das möchte. Oder steht dann halt so weiter. Wir fangen an mit dem Füllen und zwar mit Füllwatte. Mal ein Tipp von mir. Ich kaufe dann immer so ein großes Kissen, meistens im Discounter, wenn die im Angebot sind oder im dänischen Bettenlager oder so, schneid mir das auf und hol die Füllwatte raus. Erstmal ist es viel, viel günstiger, meistens ist die Qualität sogar noch besser und allergiker geeignet. Es ist wirklich schöne Qualität und so ein großes 80x80 Kissen kostet meistens nur 5-6 Euro. Und wenn ihr da Füllwatte kaufen wollt, nur zum Basteln, ist viel, viel teurer. So. Jetzt ein bisschen unten freilassen noch, ganz wichtig. Wenn das nicht zum Beispiel als Kuschenkissen genommen werden soll, da kann man ja auch noch viel größer machen. Dann brauchen wir jetzt noch was, damit das besser steht, im Blumentöpfchen. Wenn das als Kuschelkissen oder wirklich weiches Teil genommen werden soll, dann komplett füllen mit Füllwatte. Und ansonsten brauchen wir jetzt noch eine kleine Plastiktüte, Gefriertüte voll mit Sand. Und ich zeige warum. So, das ist jetzt da ein Gefrierbeutel einfach mit Sand. Da habe ich einen Knoten reingemacht, das schneide ich ein bisschen ab, richtig fest dazu, kommen wir da nicht mehr dran. Und der soll zum Stehen des Kaktus beitragen, damit unten das Gewicht ist und dass wir es dann gut in die Form reinkriegen. So, und dann steht der Kaktus. Wie gesagt, kann man nachher auch noch mal ein bisschen fest nähen, wenn es einem von der Form noch nicht so gut gefällt. So, und jetzt häkeln wir zu.
Alles bleibt drin. Wir müssen jetzt nur sehen, dass wir nicht außen rum häkeln, sondern innen. Also wir drehen jetzt einfach und häkeln jetzt mal zurück. Und dann häkeln wir so. Eins, zwei, drei, vier, fünf und zwei zusammen. Fünf eingestochen, sechs eingestochen, sieben heraus zusammen. So, dann wieder fünf einzelne und sechs und sieben zusammen, bis wir hier am Anfang sind. Dann drehen wir wieder und das zeige ich aber. Wie gesagt, jetzt fünf einzelne, sechs und sieben zusammen. So, wir haben diese eine Reihe jetzt gemacht, innen gehäkelt. Jetzt ziehen wir es mit einer Öse zusammen und drehen es wieder richtig rum. So, und jetzt machen wir wieder 5 mal eine, 6 und 7 zusammen, 5 mal eine, 6 und 7 zusammen. So oft, bis wir nur noch 4 Maschen haben. Alles rundherum und immer die 6. und 7. Masche zusammengehäkelt. Bis wir nur noch 4 offene, feste Maschen haben. So, und die letzten Maschen, da häkeln wir immer 2 zusammen, ziehen es fest. Und dann haben wir das auch geschlossen. Faden großzügig abschneiden, durch die letzte Schlaufe ziehen und gut vernähen. Und dann zeige ich eine Deko mit dem Tontopf und wie wir den Kaktus noch fertigstellen mit einer Blüte und so, ein bisschen Deko. Und im nächsten Video mal gucken, wie es euch gefällt. Sagt mal dann, ob ihr das gut findet, einen gehäkelten Blumentopf. So, wenn man noch eine Blüte haben will für den Kaktus, geht auch ganz einfach. Wir machen den gleichen Anfang. 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Schließen die zum Ring. So, jetzt eine Luftmasche. Und dann brauchen wir Stäbchen. Moment, ein Stäbchen. Noch ein Stäbchen. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Nochmal 2 Stäbchen. 1. Na, 2. So, jetzt eine feste Masche und ganz fest ziehen in den Ring hinein. Alles in den Ring hinein. Wird ein bisschen eng, aber es soll noch eine süße kleine Blüte geben. So, und eine feste Masche und ganz fest ziehen. Das ist das erste Blütenblatt. So, jetzt da wieder 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. 2 Stäbchen, eine feste Masche, ganz fest ziehen und dann machen wir 4 Blüten. Blätter, alles in den Ring hinein. Und dann ist auch die Blüte schon fertig. Das machen wir jetzt noch. Du kannst die Blüte machen mit 4 Blütenflattern oder mit 5, wie du das gerne möchtest. Also immer 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen, eine feste und diese ganz fest dann zusammengezogen. Dann den Faden großzügig abgeschnitten. Den nehmen wir gleich an fürs Annähen an den Kaktus. Aber natürlich Faden durch die Öse ziehen, sonst geht es ja wieder auf. So, und dann wird es angenäht, wo du das möchtest. Kannst auch noch eine zweite, dritte machen, wie du Spaß daran hast. So, zweite Blüte, die man machen kann. 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Wir schließen die zum Ring. Und dann machen wir 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine feste mitten in den Ring hinein. Wieder 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
und wieder mitten in den Ring eine feste Masche. Kommt alles mitten in den Ring hinein. Und das machen wir 5 bis 6 Mal, so wie dir die Blüte am besten gefällt. Wie viele Blütenblätter sie haben soll. Und dann 2, 3, 4, 5, 6. Und mit der letzten festen Masche schneiden wir dann den Faden ab, ziehen es durch und hätten dann noch so eine filigrane Blüte. 3, 4, 5, 6. Also ich würde da schon 5, 6 Bögen machen. Und dann hat man noch so eine kleine süße Blüte. Und braucht keine Stäbchen häkeln, wenn man die nicht kann. Aber wie gesagt, es gibt eine Häkelschule von mir und da wird alles ganz, ganz easy und einfach erklärt. So, die Blüten sind angenäht. Das ist ein Chevy-Chic-Topf, also ein älterer. Ich finde das schön, wenn das ein bisschen angestoßen ist oder so. Und da habe ich auch noch eine Gefriertüte mit Sand reingemacht. Hast du keinen Sand zu Hause, geht Blumenerde. Du kannst auch Reis nehmen, kann man hier auch machen. Oder kleine Kieselsteine, das geht auch. So, so kommt es dann übereinander. Das kleben wir dann zusammen. Aber dann sieht man halt hier noch die Ränder von der Tüte. Und dann nehme ich einfach eine braune Wolle. Und häkel mir jetzt mit einer dicken Nadel eine ganz lange Luftmaschenreihe. Einfach Luftmaschen jetzt gemacht, ganz, ganz lang. Und das wickeln wir rundherum und das sieht dann aus wie Erde. So, den Sandbeutel habe ich unten drin angeklebt. Jetzt nehme ich einfach einen guten Kleber, Kraftkleber. Silikonkleber, was du zu Hause hast, richtig viel Kleber dran. Auch schon an die Tüte, weil wir müssen ja noch die Luftmaschen festkleben. Ein bisschen an den Rand noch. Ja. Als erstes jetzt der Kaktus drauf. Und dann, weil der Kleber schon angegeben ist, kann man das Luftschlangenband schön rundherum legen. Und das als Erde. Ich finde es cool, einfach, schnell. Meine Idee, mein Entwurf. Kann man da noch mal nachkleben, wo es noch locker ist. So, nochmal oben drauf ein bisschen Kleber. Ich weiß, es gibt mehr Kakteen, wie man die häkeln kann und. Aber das ist jetzt meine ganz eigene Idee und so halte ich es in meinem Kanal. 95%. Und mehr sind genau meine Ideen, weil sonst macht es mir auch keinen Spaß. Und die anderen 5% sind dann vielleicht Tutorials, wo ich sage, nee, es geht auch viel, viel günstiger. Und vor allen Dingen, es geht Upcycling, was mir auch sehr wichtig ist. Muss nicht immer neu sein. Und ich nehme dann immer gern Sachen dazu, die im Haushalt sind, die man sowieso da hat, Verpackungen, Gläser und. So, den Ende verstecke ich noch ein bisschen und dann haben wir jetzt auch schon die Andeutung von Blumenerde. Das muss trocknen und ich möchte ganz gern noch so ein Band um den Topf herum machen. Muss man nicht, kann man, wie es einem besser gefällt. Und dann noch mal ein Tipp, wie man Stacheln machen kann. Kaktus ohne Stacheln gibt es ja, muss aber nicht sein. So, ich habe einfach in meinem Besen, ich habe jetzt halt nur einen schwarzen Besen da gehabt, ein paar Borsten abgeschnitten. So, die kann man sich noch mal in die Hälfte durchschneiden. Man nimmt so ein Bündel zusammen. Ja, jetzt fliegen sie natürlich. So, so ein Bündel zusammen. Die unteren gut einstreichen mit Kleber. Und dann kann man die prima in die Maschen reindrücken. So. Und dann kann man sich bündelweise noch Stacheln machen. Empfiehlt sich aber nicht, wenn man kleine Kinder hat, weil die ziehen es raus.
Aber zur Deko weiter weggestellt, auf eine Fensterbank, auf einen Schrank, wo sie nicht drankommen, sieht das echt toll aus. Und so die Stacheln machen es dann noch. Wenn man natürlich die Franselwolle gleich genommen hat, braucht man das gar nicht machen. Dann hat man schon die Stacheln. Und ich klebe jetzt noch ein bisschen an. Und auch das Juteband mit der Spitze. Und dann gucken wir uns das fertige Ergebnis an, weil das dauert jetzt noch ein bisschen mit den Stacheln. Aber das wirkt wirklich toll. Und so ist der Kaktus jetzt ganz fertig. Ich hoffe, ich habe es wirklich einfach genug erklärt mit Tipps und Tricks. Schön standfest für viele Deko-Ideen. Und natürlich gibt es auch noch andere Kakteen. Lass dich mal überraschen, was so noch kommt. Ich freue mich, dass du da warst, dass du mich in YouTube gefunden hast, dass du mit mir kreativ warst. Wenn es dir gefallen hat, schau wieder rein. Das ist der beste Lohn für mich. Denn dafür mache ich YouTube. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.